idyllisches Dorf am See. Eine scharfe Leberkässemmel ist das Aufregendste, was ihm heute einfällt. Er sitzt im örtlichen Café, blaue Samtbezüge, netterweise eine Steckdose für seinen Laptop, die man ihm ungern genehmigt. Gerade gegenüber ein Mann, allein, geschätzte 60. Kugelbauch zwingt zu Sicherheitsabstand vom Tisch. Achtel Rotwein, Schnauzbart und Brille, weiße Regenjacke, telefoniert, liest zwischendurch im lokalen Blatt. Links vorne, 3 Fremddialektler, gesamtübergewichtig, kariert, Durchschnittsalter 50, Gesprächsgeschwindigkeit, Schritttempo. Links daneben, ein Paar, sie so um die 40, Jeans, T-Shirt, eher um die 60, brauner Anzug, einheimischen Plauderton, schlendernd. Serviererin? Jung, lieb, nichtssagend. Außer, bitte? Gern, danke. Geistige Anregung? Gleich null. Sexuelle Anregung? Gleich null. Emotionale Anregung? Gleich null. Spirituelle Anregung? Gleich null. So geht es ihm an einem unfreundlich kalten Regentag im Herbst. Plötzlich versteht er die Eingeborenen hier. Rauchend, trinkend und so weiter. Und da führt kein Weg vorbei ins Licht. Was bleibt für ihn? Leberkäse. Scharf mit Creme und Senf. Für 4 Minuten. Scheinglück. Und wenn ihn jemand fragt? Natürlich liebt er es, hier